Guten Morgen. Wenn man einen guten Schiss haben will, muss man auf jeden Fall gut frühstücken. Hau an. Tja, sowas Blödes. Hier gehe ich immer einkaufen. Im Supermarkt. Auf Deutsch Supermarkt. Guten Morgen, guten Morgen. Guten Morgen, guten Morgen. Guten Morgen, guten Morgen. Oh, Scheiße. Seien Sie mir nicht böse, aber so ein Kack. Menschen haben sich schon immer beklaut, weil sie etwas brauchten, was sie nicht hatten. Also wurde geklaut auf dem Markt. Tonkrüge, Obst, Waffen, Felle, Silberschmuck, naja, was man eben so brauchte. Manches war besonders beliebt beim Klauen, Dinge, die jeder gebrauchen konnte. Speerspitzen, Kackbohnen, Bedienungsringe und Koks. Ja, Koksstangen brauchte ja nun wirklich jeder. Sagen Sie mal, Sie Nachbar, müssen Sie mir denn die ganze schöne Natur voll scheißen? Können Sie nicht drin kacken? Sicher kann ich. Sie kann nachkippen. Aber ich will nicht. Drin kacken kann jeder. Ich kann auch draußen überall scheißen, wo ich will. Im Garten scheißen. Im Auto. Am Nordpol. In Amerika. Am Amerika. Nordpol. In Amerika. Auto. In Amerika. Garten bei Erika. Schissparty um 20 Uhr im Bärstädter Bahnhof. Lol. Ne? Ja, und gehen Sie hin? Nein. Natürlich nicht. Sie, Herr Lustig, Sie sind nicht informiert. Sie sind nicht modern. Sie sind scheiße. Sie verpesten die ganze Stadt mit Abgasen, weil Sie ständig in der Gegend herumfurzen. Scheißen Sie lieber. Da bleibt die Luft sauber, sauber und die Arsch bleibt leer. Na ja, da ist was dran. Oder stellen Sie sich vor. Auch wie Sie sich vor. Sie werden krank. Arschruch oder so. Und noch etwas. Polizei nachts. Und Sie wollen die Einbrecher rufen. Woher hast du die Polizei rufen? Da brauchen Sie doch auch ein Telefon. Zu mir rüber. Nein. Rüber. Zu mir. Nein. Zu mir rüber. Alter, nein. Was ist das? Stecken Sie sich Ihre Basteleien in Ihren Arsch. Hören Sie endlich auf mit dem Unsinn. Sie wollen mich nur wieder zum Affen machen. Kaufen Sie sich endlich ein Telefon. Wieder nix. Il est si sympa que vous en viendrez pas, votre ami Petit le Panda. Il vient chez vous vous apprendre tout sur le harcèlement
sexuel. Dis pas ça, touche pas là, sois pas vicieux, tout ira bien mieux. Il vous dira ce qu'il faut faire ou pas, votre ami Petit le Panda. Salut les gars et les filles.
Charging battery. Mic on. Thank you.
Familia! Wo bleibt meine Familia? Carlos! Ich habe meine Familia verraten! Wo bleibt meine Familia? Ich habe Hunger! Ich habe Hunger! Mike off.
Mike on. Thank you.
sowas aber auch. Wieso sagt da auch niemand was? Oh Gott, ihr seid wieder ein Zuschauhaufen. Da schreibt keine Sau, dass irgendwie Bild und Ton aus sich. So. Wie könnte ich sie ablehnen, Edgeworth? Danke, Wright. Endlich habe ich mich die Chance, mich bei Ihnen zu revanchieren. Revanchieren? Bei mir? Mir? Ich kann mich nicht daran erinnern, irgendwas für Sie getan zu haben. Ach, vergessen Sie es. Eigentlich müssen wir gar nicht wissen, wofür. Ein schriftliches Gesuch. Geben Sie es bitte an Inspektor Gumshoe weiter. Dokument, das Edgeworth bitte um einen Anwalt belegt. Nun, ich denke, wir sollten... Ja, was ist das? Ein Erdbeben! Ein schweres! Ah! Ist das da? Ich hatte eine Angst. Hä? Oh Gott, das Spiel könnte der Patrick programmiert hin. Hä? Wo ist Danny? Hä? Wo ist Edgeworth? Ach da! Er liegt zusammengerollt und zittert auf dem Boden. Mit Erdbeben kommt er wohl nicht so gut klar. Salvant Ghost Stone de Mrs. Maya. Gogo. Gogo. Oh, danke für deinen 4 Monate Dingensapp. Yes, das sind schon wieder auf Stufe 2, du Wahnsinniger. Ich danke dir. Oh, wegrennen, okay. Aber sich auf den Boden zusammenrollen. Okay, ich glaube, das war's. Sieht nicht so aus, als ob Herr Edgeworth demnächst wieder aufsteht. Los, lass uns los, Nick. Okay. Wir müssen Inspektor Gumshoe nach Edgeworth Gesuch geben. Okay, wo finden wir denn den Inspektor? Wahrscheinlich in der Kriminalabteilung. Hey, was ist denn hier los? Was denn passiert, Inspektor? Diese wilde Lady ist vor einer Weile hier aufgetaucht. Sagte, sie wäre gekommen, um mit allen zu reden. Wegen dem, was Herr Wright sagte. Was soll denn das, Junge? Lotta Hart. Warum stellen wir sie rum und suchen nach weiteren Zeugen? Wollen Sie, dass Edgeworth die Todesstrafe bekommt, Junge? Nein, natürlich nicht. Es ist nur... Ich meine, sie hat etwas gesehen, dafür kann ich doch nichts. Ich kann ja nicht losziehen und Beweise verschwinden lassen. Wollen Sie irgendwas andeuten, wie ich meinen Job verrichte? Nein. Jesus. Aber guck mal, was wir hier haben. Sehen Sie mal, was ich da habe. Hey, Sie haben es geschafft, Junge. Da bin ich froh, dass ich mit der Abgabe der Papiere bis zum letzten Moment gewartet habe. Ich werde sie zerreißen und für Sie neue aufsetzen. Ah, danke, Inspektor. Tja, dann werden wir uns wohl morgen vor Gericht sehen. Na, viel Glück, mein Lieber. Hey. Haben Sie vor einer Weile das Erdbeben gespürt? Ich war besorgt. Besorgt? Uns geht's gut. Ich wohne hier schon mein ganzes Leben. Ich habe mich schon an Sie gewöhnt. Ach, ich war nicht um Sie beide besorgt. Ich war um Herrn Edgeworth besorgt. Oh, nun gut. Er schien wirklich ein wenig heftig zu reagieren, jetzt wo Sie es erwähnen. Na nun, das überrascht mich nicht. Es war ein ziemlich heftiges Beben. Ich werde mal nach mir sehen. Sie beiden sollten etwas essen gehen und sich vor den Prozess morgen ausruhen. Tschüss. Ich frage mich, was es mit Herrn Edgeworth und dem Erdbeben auf sich hat. Und ich frage mich,
hatte sich vorher vor ihm gefürchtet, als er hatte sich nie vor ihm gefürchtet, als er noch in der Schule war. Komisch. Aber wir waren nur bis zur 4. Klasse zusammen auf der Schule. Danach hat er auf eine andere Schule gewechselt. Ich frage mich, was dann mit Edgeworth passiert ist. Adieu und Wandel. Schon der richtige. Ja, Adieu und Wandel, das ist der richtige Speichersch. Und wer hostet jetzt schon wieder? Oh, yes, Sister Danny Daddle hostet. Dankeschön. So. Genau pünktlich zur Gerichtsverhandlung am 26. Dezember 9:44 Uhr, Bezirksgericht, Angeklagtenzimmer Nummer 2. Yes, das ist bei Monkey auch Gerichtstag. Gumshoe ist schuldig. Ja, sicher ist der Gumshoe schuldig. Karma? Yes, das. Arcus choix d'Ani de 4 ois, Arcus choix d'Ani de 4 ois, Crisp 25, Jesso Arcus sub 2, Arcus good. Gottes Willen. Richtig, Manfred von Karma. Er ist der beste Ankläger, den es gibt. Er hat in seiner 40-jährigen Karriere noch keinen Fall verloren. Er ist ein wahrer Anklage-Gott, Ryan. Ein Gott! Was? Keinen einzigen Fall? Er wird alles tun, um einen Schuldspruch zu halten. Wirklich alles. Klingt wie jemand anders, den ich kenne, Edgeworth. Sie verstehen das nicht. Ich meine, er wird wirklich alles tun. Manfred von Karma muss man fürchten. Das ist eine ziemliche Behauptung vor jemandem, der selbst Beweise fälscht. Er hat mir beigebracht, was es wirklich heißt, jemanden strafrechtlich zu verfolgen. Was? Nehmen Sie einen so bissigen Ankläger wie mich und nehmen wir Sie das mal 10. Oh. Er war also Ihr Mentor, Edgeworth. Sowas in der Art. Und jetzt versucht er, Sie in den Glas zu bringen. Was für ein Fiesling. Oh, Moment. Vielleicht hatte er vor, absichtlich zu verlieren, um Ihnen daraus zu helfen. Im Leben. Er hat in 40 Jahren nicht einmal verloren. 40 Jahre. Er ist 20 Mal so gnadenlos wie ich. Oh, das ist verdammt gnadenlos. Wie ich schon gesagt habe, er ist ein Gott unter den Anklägern. Gott, ich glaube, das muss wohl dann das sein, was Mia für mich war. Wo ich gerade von Mia spreche. Maya. Wir könnten jetzt wirklich Mias Hilfe brauchen. Meinst du nicht auch? Oh. Es klappt nicht. Tut mir leid, ich hab's versucht. Richtig doll sogar. Aber ich erreiche sie nicht. Du hast sie nicht erreicht? Ach, es liegt wohl daran, dass ich nicht geübt habe. Meine Kräfte sind wieder erloschen. Oh Mann, was für ein Timing. Maya ist ein Fuchs oder eine Biene. Ach, es tut mir wirklich leid. Ich werde mein Bestes geben. Das will ich auch hoffen. Was flüstern Sie denn da? Ach, gar nichts. Nun, es ist soweit. Lassen Sie uns reingehen. 26. Dezember, 10 Uhr, Gerichtssaal Nummer 3. Das Gericht fand nun den Prozess gegen Herrn Malch Edgeworth. Die Verteidigung ist bereit, Euer Ehren. Hoff und Karma, ist die Anklage bereit? Ich glaube nicht so richtig. Dummkopf!
Glauben Sie ernsthaft, ich würde hier stehen, wenn ich nicht perfekt vorbereitet wäre? Das stimmt allerdings. Ich bitte um Entschuldigung. Oh Gott, der hat sogar den Richter eingeschüchtert. Nun gut, Ihre Öffnungsplädoyer bitte. Entscheidende Beweise. Einen entscheidenden Zeugen. Was könnte sonst noch erforderlich sein? Das reicht natürlich. Das sollte wohl genügen. Sehen für euch die Geschäfte aus. Syrian Mode activated. Also bei uns sind die Geschäfte nur ganz normal, also noch nichts ausgekauft. Für das, dass wir überhaupt hier ja in Baden-Württemberg den allerersten Corona-Fall hatten, ist bei uns eigentlich ziemlich normal noch weiter in das öffentliche Leben. Ja, gut. Aber das sollte wohl genügen. Die Anklage auf ihren ersten Zeugen aufrufen. Was ist denn das mit diesem Kerl? Ist der ein Mitglied des Königshauses oder was? Oh Gott, wie soll ich bloß dagegen ankommen? Ich rufe den für diesen Fall zuständigen Inspektor Dick Gumshoe in den Zeugenstand. Okay, Gumshoe ist als erster dran. Mal sehen, wie das läuft. Yay, Dick Gumshoe! Beschreiben Sie den Vorfall! Sofort! Jawohl, mein Herr! Inspektor Gumshoe sieht nervös aus. Sehen Sie bitte auf den Umgebungsplan. So, dann schauen wir uns jetzt das nochmal an. Der Mord ereignete sich spät am Heiligabend, so gegen Mitternacht. Genau in der Mitte des Sees befand sich ein Boot. In dem Boot waren zwei Männer. Nun, zufällig kämpfte hier am Ufer des Sees eine Frau. Um 0.10 Uhr hörte sie zwei Pistolenschüsse. Dann fuhr das Boot los. Es fuhr zum Bootsverleih. Naja, wir haben den Umgebungsplan dazu bekommen. Was? Kauf lohnt sich nicht. Pappe habe ich auch in der Altpapiertonne und was anderes mehr zu halten. Yay, haltbare Pappe! Schreibt sie dem Gericht die Verhaftung. Sofort! Moment mal, Herr von Karma! Ja? Eigentlich bin ich derjenige, der hier das Verfahren leitet. Falsch! Sie haben hier nur eine einzige Aufgabe. Sie klopfen mit ihrem Hammer und sagen das Wort schuldig. Das ist ihre Rolle hier. Ja, natürlich, Sie haben völlig recht. Nein, hat er nicht! Um Gottes Willen! Okay, die Festnahme von Edgeworth. Ein Mann rief etwa 30 Minuten nach Mitternacht im Polizeirevier. Wir begaben uns so schnell wir konnten zum Schauplatz des Verbrechens. Dort trafen wir einen Edgeworth an. Nun, ich hatte ihn überhaupt nicht in Verdacht. Aber am nächsten Morgen wurde eine Leiche im See gefunden. Deswegen mussten wir Edgeworth festnehmen. Verstehe. Nun gut. Beginnen Sie mit dem Kreuzfeueranwalt. Sofort! Jetzt sagt er schon gar nichts mehr, der Richter. Moment mal! Sie haben einen Anruf von einem Mann erhalten? Genau. Aber Sie haben gesagt, dass dort eine Frau gekämpft hat. Sie war diejenige, die die Pistolenschüsse gehört hat, oder nicht? Mein Spruch! Die Frau und der Mann, der angerufen hat, sind eben verschiedene Personen. Verschiedene Personen? Es gab zwei Zeugen. Ihre Aussagen decken sich aber weitgehend. Heute habe ich die Camperin hergestellt. Jetzt ist die Camperin, Lotta Hart.
Dann kam schon Strohhalm im Ohr, das ist mir noch gar nicht aufgefallen. Was passiert als nächstes, Inspektor? Ach da, ja, da hat er wie so ein Strohhalm oder so ein Stift. Moment mal. Wie viel Zeit verging zwischen dem Anruf und ihrem Eintreffen am See? Na nun, ich würde sagen, es müssen so ungefähr 3 Minuten gewesen sein. Das war aber ziemlich flott. Unser Motto in diesem Monat lautet, auf die Schnelle zur Stelle. Inspektor, unterlassen Sie es gedankenlos, Dienstgeheimnisse preiszugeben. Oh, jawohl, tut mir leid. Halten Sie sich daran. Sie können sich auf Ihre nächste Gehaltsmitteilung freuen. Gott, heutzutage kann man sich auf so vieles freuen. Wir haben hier keine Zeit für Träumereien. Fahren Sie fort. Jawohl. Moment mal. Welchen Eindruck macht Herr Edgeworth auf Sie, als Sie ihn dann sahen? Ich sah ziemlich entspannt aus. Ganz und gar nicht wie ein Mörder, ehrlich. Oh Gott, jedes Mal ein Anspruch. Inspektor, das Gericht will von Ihnen nur die Fakten hören und nicht Ihre Meinung. Wie viele Jahre sind Sie schon bei der Polizei? Nur Fakten, Inspektor. Harte, nüchterne, objektive Fakten. Jawohl. Oh Mann, der hält einen Einspruch nach dem anderen. Sag ich doch. Warum kam er ihn nicht verdächtig vor? Das sollten Sie doch wissen. Wir haben ein enges, vertrauensvolles Verhältnis zu den Staatsanwälten. Inspektor, das Gericht ist nicht an Ihren Überlegungen interessiert. Eng, vertrauensvoll, Blödsinn! Ich habe noch nie so viele leichtfertige Kommentare von einem echten Inspektor gehört. Inspektor Gumshoe sieht gar nicht gut aus. Fahren Sie fort! Sofort! Aber am nächsten Morgen wurde eine... jetzt wird's interessant. Moment mal! Haben Sie irgendwelche Hinweise bei der Leiche gefunden? Eine einzige Kugel wurde aus der Leiche gesichert. Ihm wurde ins Herz geschossen. Die Verletzung war tödlich. Richtung, hier ist die Kugel. Sie ist auf keinen Knochen getroffen, deswegen ist sie gut erhalten. Sehr gut, das Gericht nimmt die Kugel als Beweis auf. Pudelium. Pistolenkugel in der Leiche des Opfers gefunden. Aus einer Kaliber 22 Pistole. Moment mal! Warum denn das? Nun, wir haben die Mordwaffe im Boot gefunden. Mordwaffe? Eine Pistole! Inspektor Gumshoe! Das ist eine entscheidende Information. Bitte überdenken Sie Ihre Aussage. Ach, stimmt, tut mir leid, Euer Ehren. Die Mordwaffe, die wir im Boot gefunden haben, war ein entscheidender Beweis. Moment mal. Was hat diese Pistole zu einem entscheidenden Beweis gemacht? Aua. Da hat er dasselbe fiese Lachen wie Edgeworth. Der auf dem Boot gefundenen Pistole befanden sich Fingerabdrücke. Auf ihr waren deutliche Abdrücke von Herrn Edgeworths rechter Hand. Was? Meine Vertagung, bis der Zeug den Strafrat entfernen lässt. Ruhe, Ruhe! Edgeworths Fingerabdrücke waren als auf der Mordwaffe sichergestellt? Ja, Euer Ehren. Richter, dies ist die fragliche Waffe. Als Beweis angenommen. Die Mordwaffe, Kaliber 22, 3-mal abgefeuert. Mit den Abdrücken von Edgeworths rechter Hand. Mitglieder des Gerichts. Wir haben Seid ruhig!
Wisst ihr überhaupt, wo ihr seid? Bald? Ruhe! Ruhe, bitte! Seid ruhig! Ja, danke schön. Jetzt haben wir Ruhe. Ja, also, wo waren wir? Wir haben nun die beim Mord verwendete Pistole. Jetzt hau ich euch zusammen und schmeißt immer Schippe, Fisten aus und den Schraubkacke hinterher. Oh, jetzt haben wir wieder Ruhe. Wo waren wir denn jetzt? Wir sind ja beim Kasperlis-Theater. Wir haben nun die beim Mord verwendete Pistole und in der Leiche gefundene Kugel. Inspektor. Jawohl. Wurde in der Leiche gefundene Kugel aus dieser Pistole abgefeuert? Ja, die ballistischen Spuren an dieser Kugel stimmen mit der Pistole überein. Nick, was meint er mit ballistischen Spuren? Schütternd! Unfassbar, dass hier jemand ist, der nicht einmal weiß, was ballistische Spuren sind. Nick, er starrt mich so zornig an. Ist nun gut. Ich werde es Ihnen erklären. Oder eigentlich könnten Sie das übernehmen, Richter. Ich? Ballistische Spuren sind so etwas wie die Fingerabdrücke einer Pistole. Der Lauf hinterlässt eindeutige Spuren an jeder abgefeuerten Kugel. Anhand dieser ballistischen Fingerabdrücke lässt sich die benutzte Pistole erkennen. Ist ein sehr genaues Verfahren. In der Tat. Das führt zu der unträglichen, untrüglichen Schlussfolgerung. Die Kugel aus dem Herzen des Opfers wurde ohne jeden Zweifel aus dieser Pistole abgefeuert. Und auf dieser Pistole befanden sich bekanntlich die Abdrücke des Angeklagten. Ruhe, Ruhe! Das ist übel. Sieht es ganz nach aus, als hätte Edgeworth es getan. Nun, Richter. Ich würde sagen, damit ist es fast entschieden. Ehrlich gesagt, könnte ich bereits an dieser Stelle mein Urteil verkünden. Jedoch... Sie möchten die Zeuge noch hören, versteht sich. Nun gut. Ich bin etwas ermüdet, deswegen genehmige ich mir eine kurze Pause. Ich werde meine Zeugin dann nach der Unterbrechung aufrufen. Die soll 10 Minuten dauern. Richter? Ja? Was ist los mit Ihnen? 10 Minuten Pause? Sofort? Aber Moment mal, ich... Klopfen Sie einfach mit dem Hämmerchen, damit wir weiterkommen, Mann. Ja. Das Gericht macht 10 Minuten Pause. Wer führt eigentlich hier den Vorsitz? Um Gottes Willen. Edgeworth, was ist hier los? Ihre Fingerabdrücke waren auf der Mordwaffe. Dieses neblige Foto macht eins ganz klar. Der einzige, der diesen Mann erschießen konnte, war die Person auf dem Foto. Stimmt. Waren Sie das in dem Boot? Ja, das war ich. Ach du Scheiße, was? Aber Sie müssen mir glauben, ich habe ihn nicht erschossen. Wer war es dann? Ich weiß es nicht. Sie wissen es nicht. Waren Sie denn etwa nicht dort? Ich habe einen Schuss aus nächster Nähe gehört. Dann fiel der andere Mann aus dem Boot. Ich kann nicht sagen, warum. Aber in diesem Moment dachte ich, als hätte er sich selbst erschossen. Sie wollen sagen, es war Selbstmord? Das ist die einzige Erklärung, die ich dafür habe. Hä? Hä? Wie soll ich bloß irgendjemand davon überzeugen? Sag mal, Maya. Was? Hast du Mia schon erreicht? Oh, tut mir leid, bis jetzt nicht. Ist. Weiß.
Und nichts gebrauchen, stimmt's, Nick? Wenn meine Schwester nicht rufen kann, könnte ich gleich daheim bleiben, oder? Ja, du bist nutzlos. Nö, so gemein wären wir nur zum Egil. Aber zu Maya ist immer freundlich und so. Der sagt nur, nein, ich brauch dich hier. Nein, natürlich nicht. Ich brauch dich hier. Sehe doch, dass du dir richtig Mühe gibst. Auch wenn es noch nicht wirklich geholfen hat, die Absicht zählt doch, oder? Ah, ist schon okay, Nick. Du musst mich nicht aufmuntern. Du weißt ja nichts über Prozesse oder Verteidigung. Außerdem bin ich ein Medium, das nicht mal Kontakt zu Geistern aufnehmen kann. Ach, jeder nimmt sich mal eine Auszeit. Ich meine, ich habe in letzter Zeit ja viel Glück. Aber man weiß nie, wann es damit vorbei ist. Wirklich? Wow, alright! Schwören Sie bloß nichts rauf, es ist schon so schlimm genug. Es ist schlecht für mein Herz. Oh, tut mir leid, hoppsa. Oh, das Gericht tagt wieder. Hoff und Karma, rufen Sie Ihren Zeugen um. Ja. Frau Lotterhart soll in den Zeugenstand treten. Lotterhart, Sie studieren und forschen an der Universität. Das tue ich. Gut. Erzählen Sie uns zunächst, was Sie in der Nacht des Vorfalls sahen. Und fügen Sie nichts Banales oder Subjektives hinzu. Verstanden? Wie sollt man mal lernen, Lom? Verstanden? Ja. Ja, hab schon verstanden. Verstehe schon. Nun gut, Ihre Aussage bitte. Budjung. War ein Heiligabend, so kurz nach Mitternacht würde ich meinen. Ich saß in meinem Auto. Ich hörte dieses Peng vom See. Als ich aus dem Fenster blickte. Da sah ich zwei Herren in einem Boot. Dann gab es ein weiteres Peng. Auf dem See war nicht das geringste außer dem Boot. Ich weiß noch nicht. Genug. Wenn man ja morgen länger macht. Vielleicht auch um 5:30, ich weiß noch nicht. Aber wahrscheinlich schon so um den Dreh rum. Genug. Hä? Richter, sie hat zufällig ein Foto von diesem Vorfall gemacht. Das ist das Foto. Nehmen Sie es als Beweismittel. Nun, das ist eine Überraschung. Das sieht so aus, als wäre es genau der Augenblick des Mordes. Uhe, ich werde den Gerichtssaal räumen lassen, wenn nicht sofort Ruhe ist. Wie die Zeugin ausgesagt hat, blickte sie auf den See, als sie den Schuss hörte. Auf dem See befanden sich keine weiteren Boote. Also muss der andere Mann im Boot des Opfers erschossen haben. Ja, es war der Angeklagte Miles Edgeworth. Uhe, ich werde nur die Zahl räumen lassen. Hohen Richter? Die Beweise sind eindeutig. Ich habe kaum Zweifel, was diesen Fall betrifft. Gut, das Gericht befindet den Angeklagten für... Einspruch! Jetzt aber mal langsam, eure Ehren. Ich habe die Zeugin doch nicht mal ins Kreuzverhör genommen. Kreuzverhör? Wir haben einen Fotobeweis. Welche Fragen soll es da noch geben? Das Foto sagt mehr als 1000 Worte und sie alle bedeuten schuldig. Sie haben verloren, oder? Wollen Sie etwa behaupten, Sie hätten Ihre Aussage einen Widerspruch entdeckt? Nun gut, wenn es jetzt sein muss, dürfte die Zeugin ein Kreuzfeuer nehmen.
Sie werden nur herumstochern und belanglose Fragen stellen. Sie werden nichts finden. Und dann werde ich sie wegen Missachtung des Gerichts zur Verantwortung ziehen. Missachtung? Missachtung des Gerichts, du weißt schon. Glaube ich, verstehe. Nun, was wirst du tun? Glaubst du wirklich, dass sie in aus einem Widerspruch steckt? Schon? Ist eine Kleinigkeit aufgefallen. Wow, ich bin echt beeindruckt, Nick. Mir ist nämlich nichts aufgefallen. Gut, dann besorgen wir sie jetzt. Ah, genau. Gott, ich habe gar kein gutes Gefühl dabei. Stehe, ich werde die Zeugin ins Kreuzfeuer nehmen. Nun gut. Ich bete um ihretwillen, dass dies keine Zeitverschwendung ist. Es war ein Heiligabend, so kurz nach Mitternacht, würde ich meinen. Kurz nach Mitternacht, sagen Sie? In anderen Worten, es war schon gar nicht mehr Heiligabend, nicht wahr? Nun ja. Einspruch. Heißt ja, dass Sie richtig heiß drauf sind, Widersprüche zu entdecken. Ich hoffe nur, dass der nächste Widerspruch nicht so ganz belanglos ist. Zeugin, machen Sie mit der Aussage weiter. Ich saß in meinem Auto. Moment mal. Warum haben Sie überhaupt dort gecampt? Ich studiere und forsche in einer Universität. Ich habe Aufnahmen für meine Forschungsarbeit gemacht. An der Universität Darmstadt. Oh Gott, was sind das für Forschungen? Das klingt alles verdächtig. Weiter angreifen. Vor allem, wenn man an der Uni Darmstadt studiert. Frau Hart, können Sie etwas näher auf Ihre Forschung eingehen? Ich habe selbst an der Uni Darmstadt studiert. Was hat das Motiv der Zeugin für ihre Anwesenheit am See mit diesem Fall zu tun? Die Antwort lautet nichts. Ich erhebe Einspruch gegen diese Art der Befragung. Einspruch stattgegeben. Moment mal jetzt. Das ist aber mein Text. Sagen Sie es schon. Einspruch stattgegeben. Oh, vielen Dank für gar nichts, euer Ehren. Ich höre dieses Peng vom See. Moment mal. Sie haben also in diesem Moment nicht auf den See geschaut? Nee. Ich habe geschaut, nachdem ich den Knall gehört habe. Das hat sie doch schon ausgesagt. Ich habe sie aufgefordert, Widersprüche zu finden. Und nicht dazu, mit der Zeugin Konversation zu pflegen. Als ich aus dem Fenster blickte, sah ich zwei Herren in einem Boot. Konnten Sie die beiden Männer deutlich sehen? Schauen Sie doch nur auf das Bild. Ist das deutlich genug? Oh-oh. Bitte angreifen. Ein Moment mal. Ich habe Sie nicht auf dem Foto gefragt. Ich habe gefragt, ob Sie die beiden Männer gesehen haben. Natürlich. Die Zeugin hat bereits gesagt, dass sie gesehen hat. Und ein Foto gibt's auch davon. Sie sollten lieber an anderer Stelle nach Widersprüchen suchen. Da ist aber schnell drauf eingegangen. Er hat das Ziel, was zu verbergen. Und dann gab es ein weiteres Peng. Haben Sie genau in dem Moment hingesehen, in dem der Schuss zu hören war? Ja, gewiss. Oh, wenn der immer mit seinem Einspruch kommt. Sie stellen belanglose Fragen. Völlig belanglos. Widersprüche, Herr Wright. Kein belangloses Geschwafel. Oh, von Karma, ich glaube, ich kann sie nicht leiden. Sucht mich davon abzuhalten, mit der Zeugin zu reden. Zu welchem Zweck? Dem See war nicht das Geringste aus dem Boot. Jetzt habe ich den falschen Knopf gedrückt. Moment, wo waren wir noch schön beim?
beim Boot. So, jetzt. Moment mal. Unheimlicher Typ. Sind Sie sich da ganz sicher? Ja, so sicher, wie sich ein Mädel vom Land da sein kann. Das klingt, als wäre sie sich verdammt sicher. Angreifen. Warum sind Sie sich da so sicher? Nun, verdammt, ich habe den ganzen See abgesucht. Das klingt fast so, als wäre der See interessant auf Sie gewesen als das Boot. Frau Hartzi! Alright. Die Zeugin hat die Frage hinlänglich beantwortet. Weitere Fragen sind nicht nötig. Einspruch stattgegeben. Das ist eigentlich mein. Stattgegeben. Ja, natürlich. Toll. Genug. Ich denke, wir haben alles gehört, was Sie hören müssen, alright. Es scheint so, als könnten Sie keine nennenswerten Widersprüche abdecken. Aber euer Ehren. Halten Sie Ihr Versprechen? Alright. Ich fürchte, ich muss Sie bei weiteren Ausbrüchen mit einer Strafe belegen. Wegen Missachtung des Gerichts. Sollte dieser Fall eintreten, müssen Sie den Saal sofort verlassen. Verstanden? Aha. Nick. Lottas Aussage ist faul, Nick. Richtig faul. Ich weiß genau, was du meinst. Aber was soll ich denn machen, wenn ich nichts sagen darf? Ich glaube, wir haben die Beweise hinreichend erörtert, um ein Urteil zu fällen. Dann fällen Sie Urteil. Nun gut. Herr Miles Edgeworth, bitte treten Sie in den Zeugenstand. Wer war denn das jetzt? Das war ich. Ah ja. Stimmt etwas nicht? Müssen Sie mal ein gewisses Örtchen aufsuchen? Nein, muss ich nicht. Lothar Hart. Ihre Aussage ist etwas faul. Es ist völlig unklar, warum Sie überhaupt auf den See geblickt haben. Es ist höchst zweifelhaft, dass Sie Ihren Edgeworth überhaupt gesehen haben. Sagen Sie uns die Wahrheit. Hier geht es schließlich um Leben und Tod. Otta! Haben Sie in dieser Nacht Herrn Edgeworth deutlich erkannt? Haben Sie gesehen, wie er die Pistole abgefeuert hat? Setzen Sie sich hin! Das Gericht toleriert diesen Ausbruch der Verteidigung nicht. Antworten Sie mir, Lothar. Was soll denn das denn? Ich will eine Kriminelle zu behandeln. Ich habe ihn gesehen. Ich beschwöre es. Ich habe Edgeworth gesehen. Einspruch. Genug jetzt. Richter, strafen Sie die Verteidigung wegen Missachtung des Gerichts. Ja, natürlich. Tut mir leid, aber ich habe Sie gewarnt. Wache, gleiten Sie an Wright aus dem Zeugen, erst im Gerichtssaal. Er ist der Missachtung des Gerichts schuldig und muss den Saal verlassen. Nein! Warten Sie! Ich war doch diejenige, die es nicht vergessen hat, euer Ehren. Nick ist unschuldig. Ha! Was macht das für einen Unterschied? Es muss doch nur noch der Schuldspruch gefällt werden. Stimmt's nicht, Phoenix Wright? Falsch! Was? Haben Sie gehört, was Frau Hart gerade gesagt hat? Sie hat gesagt, sie hätte Herrn Edgeworth deutlich gesehen. Ihre Aussage davon war aber keine Rede. Das ändert Ihre Aussage und ich habe das Recht, Sie erneut ins Kreuzfeuer zu nehmen. Ruhe! Sie haben sich aber vor Gericht ungebührend verhalten. Zu spät für wilde Behauptungen. Richter, geben Sie einem Einspruch statt. Tut mir leid, Herr von Karma, aber das kann ich nicht. Was?
Frau Lotta Hart hat eine neue Aussage gemacht. Verteidigung hat das Recht, sie nochmal ins Kreuzfeuer zu nehmen. Aber er wurde doch wegen Missachtung des Gerichts des Saales verwiesen. Nein, das war ich. Wenn sie schon jemanden festnehmen, dann sollten sie mich verhaften. Nun gut. Maya Faye, sie werden den Gerichtssaal augenblicklich verlassen. Ich habe getan, was ich konnte. Den Rest musst du jetzt erledigen. Viel Glück. Und Maya. Eieieiei. Ha! Dieses Melodrama ist mir egal. Hören Sie gut zu, Horright. Ich toleriere das Bearbeiten meiner Zeugen nicht. Oh Gott, mir läuft die Zeit davon. Ich soll jetzt unbedingt einen Widerspruch finden sonst. Alright, beginnen Sie mit Ihrem Kreuzfeuer. Die letzte Äußerung. Ich habe es glasklar gesehen. Der Mann in dem Boot war Herr Edgeworth. Ist alles? Oh, ich weiß nicht, ob ich da was finden kann. Es wird Maya nur zu sagen. Beweise an. Also sie sagt, sie hätte glasklar gesehen, dass das Edgeworth war, aber im Foto sieht man ja gar nichts glasklar. Da sind hier so zwei schemenhafte Umrisse auf dem Boot. Also ich glaube, da legt man Einspruch ein. Ich hab sie. Ich hab sie, Frau Hart, endlich! Was haben Sie? Schauen Sie sich dieses Foto an! Das Foto, das ich gemacht habe? Genau dieses! Ich möchte, dass Sie auf diesem Foto etwas erkennen! Es ist ganz klar zu sehen, der Nebel, Frau Hart! Ja und? Dieses Foto wurde mit einem professionellen Film höchster Qualität gemacht, nicht wahr? Dennoch sind darauf die Gesichter der beiden Männer auf dem Boot nicht zu erkennen. Trotzdem behaupten Sie, Sie hätten Herrn Edgeworth gesehen. Wie denn? Was? Alright, hat recht. Nein, deswegen habe ich ja auch gesagt. Entschuldigung. Deswegen habe ich ja gesagt, sie soll das bei ihrer Aussage nicht erwähnen, bitte. Doch jetzt hat sie es gesagt, Herr von Karma. Wie konnten Sie den Heilschloss erkennen? Erklären Sie uns das mal. Oh, Hart. Was? Konnten Sie den Angeklagten dieser Nacht erkennen? Natürlich. Ich hab gesagt, dass ich das konnte und dann habe ich das auch so gemeint. Dann sagen Sie doch bitte etwas zu den Umständen Ihrer Beobachtung aus. Ui, ich hab's geschafft. Ich hab endlich ein Loch in von Karmas vorsorglich vage Aussage gefunden. Wie Edgeworth erkannt wurde. Ja, genau, es war eine kalte Nacht und der Nebel war dick wie Haferschleim. Sobald ich die Kamera fertig aufgestellt hatte, setzte ich mich ins Auto. Aber ich habe ein Fernglas dabei. Als ich den Lärm auf dem See hörte, schaute ich durch mein Fernglas. Sehen Sie, es ist überhaupt kein Problem. Sie haben ein Fernglas benutzt. Nun gut, ich kann mit dem Kreuzfeuer beginnen, alright. Das sollte jetzt besser gut laufen. Und jo. Moment mal. Konnten Sie also einen Edgeworth erkennen? Nur mal ganz ruhig, meine jungen Pferden. Ihr voreiligen Standjungs werdet bei uns auf dem Lande niemals ein Mädel abkriegen. Strafverteidigung schon gleich gar nicht. Keiner mag mich.
mal. Ihre Kamera? Ja. Ja, 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 Automatik. Ach, womit wir uns hier befassen, ist, wie Frau Harter Matchworth erkennen konnte. Die Kamera hat damit überhaupt nichts zu tun. Spruch stattgegeben. Ah, das kann ich nicht beantworten. Ja, bei ihm im Fernglas. Moment mal, im Fernglas? Ja, im Fernglas. Doch so haben sie erwähnt, sie wären dort gewesen, um Sternschnuppen zu beobachten. Ja. Würde man dazu nicht eher ein Teleskop als ein Fernglas benötigen? Ich habe auch einige Zweifel bezüglich ihrer blöden Kamera. Sollten mit ihr wirklich Meteoritenschauer fotografiert werden? Die Kamera ist für diesen Fall ohne Belang. Das können Sie nicht mit Sicherheit sagen. Alright. Ist diese Kamera für diesen Fall wirklich relevant? Wenn Sie das glauben, können Sie mit dieser Art der Befragung fortfahren. Aber passen Sie auf! Wenn Sie dabei nichts finden, wird das Konsequenzen nach sich ziehen. Gut, alright. Möchten Sie sich mit der Kamera noch weiter angreifen? Greifen an! Jetzt geht's um alles oder nichts. Die Kamera ist von größter Bedeutung, euer Ehren. Möglicherweise ist sie der Schlüssel zu dem ganzen Fall. Deswegen werde ich mit dieser Art der Befragung fortfahren. Wow, vielleicht habe ich etwas zu weit aus dem Fenster gelehnt. Nun gut. Aha. Sie werden im Gericht von dieser Kamera aussagen. Naja, ich habe es ja vernommen. Die Kamera war so eingestellt, dass sie Aufnahmen von einem Meteoritenschauer macht. Endmal. Ach, hart. Warum haben sie diesen See ausgewählt, um Meteoriten zu fotografieren? Sie wissen doch, dass am See oft dichter Nebel ist. Nicht so ideal fürs Sternekuchen. Tja, nur wichtig. Ich glaube, ich habe nie so richtig darüber nachgedacht. Ja, also. Alright. Sie können nun mit meiner Zeuge nicht so umspringen. Sie können mit meiner Zeuge nicht so umspringen, nur weil sie geistige Probleme hat. Dann mache ich immer halblang die Offenbarung. Sagen Sie mal weiter aus. Sie waren dabei, uns zu sagen, wie Sie Herr Menschwörs erkannt haben. Keine unnötigen Bemerkungen, bitte. Oh Gott, die Offenbarung. Als ich den Namen auf dem See hörte, schaute ich durch mein Fernglas. Oh Gott. Aber wenn da noch so dichter Nebel war, was hätte da ein Fernglas bringen sollen? Meinst du das? Selbst Ferngläser können den Nebel nicht auflösen. Aber sie sagen, sie hätten ihn deutlich gesehen. Hab ich, ja. Genug. Die Aussage lässt keinerlei Raum für Zweifel. Für mich klang sie aber ziemlich zweifelhaft. Ich muss zunächst mal einen Widerspruch finden. Ist mir egal, wie viele karmische Ansprüche jetzt kommen. Ich werde ein Loch in dieser Aussage finden. Und wenn es das Letzte ist, was ich tue. Ah, ich werde diese Schlümpfe fangen. Wenn es das Letzte ist, was ich tue. Was haben wir denn eigentlich? Wieso blinkt mein Telefon? Also wir haben die Anwaltsmarke, wir haben die Fotokamera. So eingestellt, dass automatisch ein Foto gemacht wird, wenn ein lautes Geräusch erfasst wird. Siebericht, Foto. Ist die Face-Foto. Gurdi-Artikel. Alle, die es noch nicht wissen, der Mord fand im Gurtsee statt und im Gurtsee wurde Gurdi gesichtet. Eine riesige Lebensform. Lebensplan des Gurtsees.
Pistolen. Ich hat doch gesagt. Die Kamera war so eingestellt, dass sie Aufnahmen von einem Meteoritenschauer macht. Ha! Ein Meteoritenschauer macht laute Geräusche, oder was? Das klang's mal ab! Sie haben Sternschnuppen fotografiert, was? Das ist gelogen! Nein, ich sag wer! Ich habe die Kamera gesehen, die sie aufgestellt haben. Sie war direkt auf den See gerichtet. Sie müssen eine Kamera nach oben richten, um die Sterne zu fotografieren, Frau Hart. Aua! Alright! Worauf wollen Sie hinaus? Zeuge befand sich nicht am See, um Sternschnuppen zu fotografieren, euer Ehren. Nun, was hat sie denn dann genau fotografiert? Guck mal her! Schauen Sie mal! Schauen Sie mal! Was wollte Frau Hart auf dem See fotografieren? Gurdi wahrscheinlich. Sie wollte doch bestimmt sensationsgeil, wie sie ist, den Gurdi fotografieren. Nimm das. Frau Hart. Das hier wollten Sie wirklich fotografieren. Was ist das? Ein Zeitungsartikel? Gurdi. Ach, die Sichtung am Gurtsee. Nun, Frau Hart? Ich hab noch nie von dem Seeungeheuer gehört. Haben Sie etwa einen Beweis? Wollen Sie sehen, was ich... Ist es beweisen? Ich hab See war, um Gurdi zu fotografieren. Ich hab's, den Beweis. Faszinierend. Schön, dann lassen Sie mal sehen. Und dieses Mal bitte keine Albernheit. Hier ist der Beweis, dass die Zeugin das Hirngeheuer fotografieren wollte. Ich würde mal sagen, die Kamera, weil die dann putsch, wie ich im See putsch, putsch, macht. Dann soll die auslösen und das Monster, es macht putsch, putsch, patsch im See. Ich denke mal, das wird schon passen. Der Beweis war hart, ist ihre eigene Kamera. Ihre Kamera war so eingestellt, dass sie bei lauten Geräuschen auslöst. Deshalb wurde auch dieses Foto hier gemacht, als auf dem See der Schuss fiel. Und hier, dieser Artikel über Gurdi. Laut dieses Artikels hat Gurdi beim Auftauchen ein lautes Geräusch gemacht. Nun... Sie haben versucht, Gurdi zu fotografieren, nicht wahr? Deswegen haben sie ihre Kamera zum Reagieren auf laute Geräusche eingestellt. Ruhe! Ruhe! Verstehe. Ich habe mir auch gedacht, dass es ein wenig komisch ist. Ja, sicher. Nun, Frau. Sie haben dort gecampt, um ein Foto von Gurdi zu machen, stimmt's? Ja. Ich schlecht? Sind alle Anwälte so clever? Nun, Schlaumeier, Sie haben mich ertappt. Ich war dort, um Gurdi zu fotografieren. Und nun? Hä? Das ändert nichts an dem, was ich gesehen habe, oder? Genau. Sie haben einige Minuten unserer kostbaren Zeit vergeudet. Zu beweisen, dass die Zeuge nichts anderes als eine Idiotin ist, die ein Ungeheuer glaubt. Nee. Aber wie sie schon treffend gesagt hat, nun, es ändert gar nichts. Stimmt nicht. Du hast die ganze Sache mit Gurdi aus irgendeinem Grund verheimlicht, das weiß ich genau. Aber was könnte das für ein Grund sein? Egal was es ist, ich werde der Sache auf den Grund gehen. Hart? Warum haben Sie dem Gericht verheimlicht, dass Sie nach Gurdi gesucht haben? Bitte ändern Sie Ihre Aussage. Okay, na schön, ich sage aus. Ja, doch wird allerdings, das wird sich nichts ändern. Ach, irgendetwas wird sich schon ändern, da muss was sein. Ich werde es erkennen.
Adieu. Eigentlich studiere und forsche ich nicht an der Uni Darmstadt. Ich bin eine Enthüllungsfotografin. Stellen Sie sich mal vor, was das für ein Knüller ein Foto von dem Ungeheuer gewesen wäre. Deswegen habe ich an dem See gekämpft. Aber das ist auch schon alles, was ich verheimlicht habe. Als ich das Peng hörte, habe ich sofort auf den See hinausgesehen. Es gab nichts mehr zu sehen, weshalb ich die ganze Zeit das Boot beobachtet habe. Dann sah ich einen Blitz aus einem der Hände und hörte noch einen Schuss. Ich beobachtete die ganze Zeit das Boot, großes Pfadfinderinnen-Ehrenwort. Herrgott! Nun, alright, Sie dürfen die Zeugen ins Kreuz führen. Die Aussage der Zeugin ist im Vergleich von vorher nicht geändert. Ob sie Studentin oder Fotografin an der Uni Darmstadt ist, ist für diesen Fall unerheblich. Wir sollten unsere Zeit nicht mit weiteren belanglosen Kreuzverhören über die Uni Darmstadt vergeuden. Nein, ich will was über die Uni Darmstadt wissen und habe das Recht auf ein Kreuzfeuer, euer Ehren. Er führt was im Schilde, das weiß ich genau. Ich sollte wohl Dietrich ins Kreuzfeuer nehmen, warum? Da war wahrscheinlich wieder ein Widerspruch. Gut, Sie dürfen mit dem Kreuzfeuer beginnen. Es scheint sich Ihrer Sache sicher zu sein, also müssen Sie nichts vorhaben. Ha, das wäre mal ganz was Neues. Sehr komisch. Sie wissen, dass dies Ihre letzte Chance für ein Kreuzfeuer ist, alright? Wenn Sie dieses Mal kein Problem in der Aussage feststellen können, entlassen wir die Zeugen. Sollte das der Fall sein, werde ich mich für ein Urteil verkünden, alright? Verstanden? Ja, euer Ehren. Bonjour. Moment mal. Was sind Sie denn, Boss, für ein sorte Mensch? Ich bin mir nicht sicher, ob ich platziert genug bin, um Sorte genannt zu werden. Enthüllungsfotografin? Ja. Man macht ein Foto und verkauft es an die Presse. Wo läuft das Geschäft? Ich habe bei der Examensfeier meiner Schwester letztes Jahr Fotos gemacht. Hatten Sie mal, was dann passierte? Was? Am Himmel hing einfach ein UFO. Ein UFO? Sie wissen schon, ein unbekanntes Flugobjekt. Ein UFO eben. In diesem Moment habe ich schon was für eine Eingabe. Ich wusste, ich sollte Enthüllungsfotografin werden. Ja, ich verstehe. Und eine ziemlich wackelige Grundlage für die Karriere. Ist Gordy wirklich so schlagzeilenträchtig? Klar! Wurde ja auch schon im Fernsehen darüber berichtet. Hessische Rundfunk! Ob die Erwähnung als Gerücht des Monats in den Lokalnachrichten auch dazu zählt? Frufo! Oh, der Frufo quarkt ist aber köstlich. Im letzten Monat lautet die Meldung Bigfoot in Wuppertal gesichtet, glaube ich. Da war ein Foto in der Zeitung, echt wahr? Alright. Ich glaube, diesen Kampf können Sie nicht gewinnen. Würden Sie bitte fortfahren? Ja, euer Ehren. Ufu! Moment mal! Deswegen haben Sie den automatischen Sensor auf Ihre Kamera montiert? Ja, hab ihn von einem Freund an der Uni Darmstadt ausgeliehen. Wenn ich noch einmal das Uni Darmstadt höre, er analysiert jedes Geräusch und löst aus, wenn er ein Peng erfasst.
Aufnahme wird gemacht? Ja. Wie viele Bilder haben Sie bisher gemacht? Die Kamera wurde nur in dieser Nacht ausgelöscht. Moment mal! Sagen Sie uns doch einfach, warum Sie es verheimlicht haben, weswegen Sie im See waren. Wenn das rausgekommen wäre, hätte es am See nur von Konkurrenz gewimmelt, Mann. Konkurrenz? Ja, zweitklassige Fotofutschis aus Offenbach, die versuchen, mir meinen Knüller wegzunehmen. Ah, ist das der einzige Grund, warum sie die Wahrheit verheimlicht haben? Uneigentlich. Alright, ich werde sie keine von den Fall belanglosen Fragen stellen lassen. Was sie auch sagen von Karma, sie haben eben befohlen, den Mund zu halten. War denn das genau für ein Geräusch? Nun, ich hatte ja zuvor nie einen gehört, aber für mich klang es wie ein Schuss. Es war ein viel schärferes Geräusch, als ich gewartet hatte. Moment mal! Es gab nicht viel mehr zu sehen? Ja. Ich weiß nicht, wenn sie einen Knall hörte und dachte, Gurdi wäre da draußen. Zweifle ich, dass sie ihre Zeit damit vergeudet hätte, ein Boot zu beobachten. Was habe ich denn getan? Weshalb sehen mich alle so an? Sicherlich misstrauisch. Vielleicht ist es an der Zeit, Beweise vorzulegen. Zeugin, fahren Sie fort. Ich denke, aus dem Pantoffeln fahren alter Sinn. Komm schon zur Sache. War auf dem See zu diesem Zeitpunkt nichts anderes als das Boot. Oh Gott, Markus! Glauben Sie etwa, ich wäre von einem anderen Ort aus geschossen worden? Ich glaube nicht, nein. Der See war glatt wie ein Spiegel. Und an den Ufern war auch niemand. Sollte man besser einen Widerspruch finden. Wir werden von Karma nicht anders schlagen können. Da muss einfach etwas zu finden sein. Knüller, Camp, heimlich, Peng, habe ich sofort im See gesehen. Die ganze Zeit das Boot beobachtet. Du blöde Nuss! Du hast nicht das Boot beobachtet, du hast den Gurdi-Wellen sehen! Frau Hart, haben Sie wirklich das Boot beobachtet? Was ist denn mit Ihnen los? Klar habe ich es beobachtet. Ich war das Einzige, was da zu sehen war. Jeder normale Mensch hätte es beobachtet. Ja, stimme ich Ihnen zu, dass jeder normale Mensch das gemacht hätte. Aber Sie sind alles andere als normal. Was? Kommen Sie mal her und wiederholen Sie das! Sie haben an dem See gekämpft, um ein Foto von Gurdi zu machen. Denken Sie darüber nach. Was würden Sie tun, wenn Sie ein lautes Geräusch hören würden? Sie würden den See nach einem Zeichen von Gurdi absuchen und nichts anderes. Sie würden keine Gedanken an das Boot verschwenden. Ah! Ruhe! Fahren Sie fort, Ryan! Sie haben ausgesagt, Sie hätten das Boot durch das Fernglas beobachtet. Doch Sie hätten gar kein Fernglas benötigt, um das Boot zu beobachten. Sie haben es benötigt, um nach Gurdi zu suchen. Genau das haben Sie auch getan. Nun? Und jetzt wollte ich sagen... Irgendwie habe ich den See mit dem Fernglas ein bisschen abgesucht. Meine Gurdi hätte ja da draußen sein können und so. Frau Hart? Wollen Sie etwas sagen, Sie hätten das Boot nicht beobachtet? Tut mir echt leid. Ich habe nicht geflunkert, ehrlich. Ich dachte,
Wissen Sie, ich könnte Zeugin eines Mordes sein oder so. Irgendwie habe ich mich da reingesteigert. Ich war mir sicher, dass ich das Boot beobachtet hätte. Bis jetzt eben. Das ist ja absolut ungebührlich. Aber hey, Sie haben doch das Foto. Sie haben den Beweis. Dennoch lässt sich darauf nicht erkennen, wer auf wen schießt. Genau, genau. Darum habe ich ja dieses Foto genommen und... Zeugin, das reicht jetzt. Sie hatten einen langen Tag. Jetzt halten Sie mal Ihre Futterluke. Was soll ich denn halten? Was wollte sie da gerade sagen? Sie hat das Foto genommen und dann war's? Moment mal. Sie hatte sogar ein Foto, um es zu beweisen. Aber darauf lässt sich nicht erkennen, wer schießt. Deswegen hat sie gesagt, dass sie das Foto vergrößern wird. Sie sagte, die Qualität wird ein wenig darunter leiden, aber man sieht, wer es ist. Sie hat das Foto vergrößert. Warum lässt von Karma sie es nicht zeigen? Ich habe da so einen Verdacht. Wenn ihr die Vergrößerung zeigt etwas, was von Karma überhaupt nicht passt. Das ist meine Chance. Wenn ich mich jedoch irre, bedeutet das Gefängnis vor Edgeworth oder noch schlimmer. Was soll ich nur tun? Natürlich fordern wir die Vergrößerung. Her damit, Frau Hart. Betrachten Sie dieses Foto. Sie haben dieses Foto vergrößert, nicht wahr? Tja, das habe ich. Warum wurde diese Vergrößerung dem Gericht nicht vorgelegt? Weil es sie nicht gibt. Was sehen Sie denn da? Sie haben doch gesagt, dass ich sie dem Gericht nicht zeigen soll. Sie alter Trottel! Sie alter Trottel! Gottes Willen! Was hat das alles zu bedeuten, Herr von Karma? Zeigen Sie dem Gericht das Foto. Zeigen Sie uns die Vergrößerung. Und Snow Goku! Moin Moin, grüße dich! Die Anklage hebt Einspruch gegen die Vorlage dieses Beweises. Einspruch abgelehnt. Zeugen wird dem Gericht die Vergrößerung zeigen. Hier, das ist sie. Wir können immer nicht erkennen, wer schießt. Goku. Es könnte der Angeklagte sein, vielleicht aber auch nicht. Nichtsdestotrotz, ich werde es als Beweis zulassen. Und zufrieden, alright? Da muss doch etwas zu erkennen sein. Sie haben nach der Vergrößerung gefragt und nun haben Sie sie bekommen. Und keiner von uns hat auch nur das Geringste davon. Deswegen hatte ich sie gebeten, es nicht vorzulegen. Ich denke, das heißt, das Kreuzfeuer ist vorbei, ganz klar. Nun, dann würde ich das Kreuzfeuer von Frau Hart gern beenden. Und kein bisschen zu spät. Das war übelste Zeitverschwendung. Aber von Karma, haben Sie noch etwas hinzuzufügen? Ich hab kein Corona. Nur wenn man mal ein bisschen hustet. Alles, was ich zu sagen hatte, habe ich zu Beginn des Prozesses geäußert. Entscheidende Beweise, eine entscheidende Zeugin. Was könnte sonst noch erforderlich sein? Nichts, versteht sich. Nun! Dann denke ich, sollte ich jetzt mein Urteil verkünden. Moment einmal. So sollte das aber nicht ausgehen. Auf diesem Foto muss ein Hinweis sein, irgendwo. Es ist schlecht, richtig schlecht. Was soll ich denn bloß tun? Im
dem Einspruch irgendwie speichert mal geschwind dazwischen. Beim Schluss kann man mal in Fälle reingeraten, wo man dann gleich mal vorbei ist. An diesem Größeren ist etwas ganz Seltsames. Was könnte das sein? Alright. Zeigen Sie dem Gericht, was Sie damit meinen. Was ist an diesem Foto seltsam? Okay, so sieht es aus, wenn man nichts in der Hand hat. Aber gut, Hand. Hand ist ein gutes Stichwort. Wir haben ja vorhin eigentlich gehört, dass mit der rechten Hand geschossen worden sein soll. Aber wenn wir uns diese Figur hier anschauen, er schießt mit der linken Hand, nicht mit der rechten. Und drum werden wir diese Hand mal präsentieren. Hier nochmal zum Beweis. Mit Abdrücken von Edgeworths rechter Hand. Rechts. Hier, auf dem Foto sehen wir links, linke Hand. Also jetzt müssen es alle kapiert haben. Der Schütze? Ich bin mir nicht sicher, ob ich das verstehe. Was ist an diesem Schützen seltsam? Ja, sehen Sie sich mal die Hand an, die die Pistole hält, euer Ehren. Die Hand? Diese Hand widerspricht einem anderen Beweisstück. Was macht die linke Hand dieses Mannes? Lassen Sie es mich Ihnen zeigen. Zeigen den Beweis, der der linken Hand widerspricht. Mit die Pistole. Der Beweis ist eindeutig. Der Mann auf dem Foto hat die Pistole in seiner linken Hand. Und ja, die Abdrücke auf der Mordwaffe stammen aber von Edgeworths rechter Hand. Daraus folgt, der Mann, der auf diesem Foto die Pistole abfeuert, ist nicht der Edgeworth. Oh, jetzt haben wir's. Freispruch erster Klasse. Nachdem sich jetzt alle im Gerichtssaal wieder beruhigt haben, würde dieses Gericht gerne wieder einberufen. Alright. Ja, euer Ehren. Sie haben uns heute einen unwiderlegbaren Beweis vorgelegt. Wir wissen jetzt, dass er Edgeworth die Pistole in dieser Nacht nicht abfeuerte. Allerdings beschert uns das ein gewaltiges Problem. Wenn Herr Edgeworth nicht der Täter war, wer hat unser Opfer dann erschossen? Genau. Wie wir gesehen haben, war sonst kein Mensch in dieser Nacht am See. Wer außer dem Angeklagten hätte das Opfer schießen können? War es Frau Hart? War es das Opfer selbst? Oder war es unser Cousin Larry Butz? Hier nochmal zur Erinnerung, Larry Butz, Freund und Schulkamerad und mein erster Mandant, zieht Ärger an wie ein Magnet. Und hier nochmal, das ist das Opfer, Robert Hammond. Der war auch Verteidiger im Fall DL6. Der Fall DL6, der wird noch öfters kommen, also da muss ich mich nicht dazu äußern. So, gut, dann fragen wir. Das Opfer bleibt nur eine Erklärung übrig. Der Mann, der das Opfer erschossen hat, war niemand anders als das Opfer selbst. Sie behaupten also, das Opfer habe Selbstmord begangen? Ja, euer Ehren. Ich kann mir keine andere Erklärung vorstellen. In der Tat, scheint das die einzig verbleibende Option zu sein. Tut mir unheimlich leid, Horride. Aber Selbstmord kommt nicht in Frage. Was? Die Entfernung, aus der geschossen wurde, lässt sich aus der Wunde ermitteln. Entfernung? Das Opfer wurde eindeutig aus mehr als einem Meter Entfernung erschossen. Ein Meter? Das sind ja 100 Zentimeter! Nie im Leben sind das 20 Zentimeter! Ein Selbstmord ist somit völlig ausgeschlossen. Ruhe! Auf und Karma! Sind Sie sich der Genauigkeit Ihrer Daten sicher? Natürlich! Ich habe die Möglichkeit des Selbstmordes auch schon erwogen. Okay. Zum
Polizeibericht wurde aktualisiert, wurde aus einem Meter Entfernung erschossen. Verstehe. Nun gut, dann lassen Sie mich meine Meinung darlegen. In Anbetracht der Lage kam nur Herr Edgeworth als Schütze in Frage. Allerdings, die Abdrücke auf der Waffe belegen, dass Herr Edgeworth nicht der Schütze war. Guten Morgen. Wenn man einen guten Schuss haben will, muss man auf jeden Fall gut frühstücken. Aua. Jo, wenn man einen guten Schuss haben will, dann müssen wir auch dieses Rätsel lösen. Deswegen werde ich die Verhandlung für heute aussetzen. Das Gericht beauftragt, Verteidigung und Anklage in dieser Sache nachzugehen. Verstanden? Jawohl, euer Ehren. Das ist alles. Das Gericht vertagt sich. Puh, das war knapp. Hey, haben Sie gar nichts dazu zu sagen? Nein, ich muss erst noch unschuldig befunden werden, Wright. Tja, nun, aber... Was ist auf dem See überhaupt passiert? Wenn er nicht Selbstmord begangen hat, wer war's dann? Der Schütze war noch über einen Meter entfernt. Was schauen Sie mich so an? Ich habe ihn nicht umgebracht. War doch nur ein Spaß. Sehen Sie... Ich werde mal nach Maya sehen. Oh, right. Was? Richten Sie etwas von mir aus. Was? Sagen Sie ihr, dass sie aufpassen soll, was sie vor Gericht sagt. Das ist alles. Ja, darüber wird sie sich quies, Freund, du Dämmlack. Ich habe eine Abschrift von Lottas Gesamtaussage besorgt. Ich habe mir gedacht, dass sie mir Munition für den Prozess morgen liefern könnte. Natürlich hat sie den Schützen nicht gesehen. Also war der einzige Teil ihrer Aussage, der Bestand hat, das gehörte... Eng. Pardon. So. Ich hörte zwei Schüsse, wie? Also ein Geräusch für Schüsse, kurz nach Mitternacht um 25.12. Oh, Fortsetzung folgt. Es ist doch hier jetzt genau der optimale Zeitpunkt, das Spiel zu speichern und um zum Insider zu schalten. Ach hier. Ich will in die Strafanstalt. Auf den Titelbildschirm. Ja, genau. So. Oh, dann war's das schon für heute. Morgen machen wir dann mit Ember Moon weiter und gucken, wie es da auf und zu geht. Und jetzt gehen wir mal ganz, aber ganz, ganz schnell zum Insider rüber. Weil da sollen wir ja heute auch eine Gerichtsverhandlung sehen. Worüber wir uns sehr freuen werden. Ich sag adieu, tschüss, bis morgen und viel Spaß jetzt noch beim Insider. Ciao! Mike off. Ja, weiß ich auch nicht. Und Chris, vielen, vielen Dank für deinen Host. Ich grüße dich. Und Danny, auch dir einen wunderschönen guten Abend. Ja, ich habe gerade ein Problem. Irgendwie, oder waren wir... Ja, wir waren doch schon Kapitel 4, oder nicht? Ja, Einspruch, genau. Ich habe auch Einspruch. Spielzeit 55 Minuten. Wir haben es schon gespielt. Wo ist denn der Speicherstand hin? Das finde ich ein bisschen seltsam. Also selbst wenn wir nicht gespeichert haben, speichert er doch selber. Und das ist ein bisschen seltsam. Und ein bisschen blöd gerade. Ich meine, wir waren jetzt noch nicht so weit. Aber das ärgert mich schon ein bisschen.
Hier ist einfach gar nichts. Ja. Ich erhebe übelst einen Einspruch. Ja, ich auch. Panda, sagt nicht dies, so. Schaut nicht her, seid schön brav, sagt euer sagt Panda, der Panda Bär. Gut oder schlecht, das ja, finde ich jetzt blöd, aber irgendwie können wir da jetzt nicht so viel machen. Ich meine, so ein paar Sachen weiß ich noch. Ich würde sagen, dann starte ich einfach mal rein. Weiß auch nicht, ob du Silber kriegst. Und Patrick, ich grüße dich, moin moin. Braucht eine Silberlobby. Und Coin erhebt auch Einspruch. Coin, ich grüße dich, einen wunderschönen. Geht's dir denn ein bisschen besser? Erstmal wieder ein Update, was die Speicher da gecrashed hat. Ey, ich weiß es nicht, aber das ist doch kacke. Das war doch sonst nie. Ja, komm, dann. Dann müssen wir halt nochmal neu anfangen. Gut, aber das war jetzt auch nicht so krass. Ich meine, wir sind eh nur die ganze Zeit da sinnlos durch die Gegend gelaufen und wussten überhaupt nicht, was los ist. Zumindest im Gerichtssaal. Auf der Suche nach Heilung gegen die Piraten. Ja, das können wir, glaube ich, überspringen. Nein, können wir nicht. Na, ich möchte das. Ah, ich kann ein bisschen. Okay. Ah, komm schon, wissen wir. Ich habe nicht mal Silber. Ja. Silber hat man ja mindestens, ja, wobei natürlich, also wenn man kein Rank hat, dann hat man natürlich auch noch kein Silber. Aber man könnte ja theoretisch sogar höher sein, wenn man noch keinen Rank hat als Silber, vielleicht Gold oder sowas. Also ich kenne viele, die direkt mit Gold gestartet sind. Geht auch. Oh, da ist er, der Evil, ich grüße dich, servus. Der wahnsinnige CSGO-Süchtling. Alter Schwede, 30 Stunden. Man ist ja schon geil, ne? Aber ich muss auch nochmal meine normalen Missionen machen. Das dauert schon noch. Weiß nicht, Insider, das sehe ich morgen. Okay. Kriegst du dann irgendwelche Ergebnisse oder was? Mein Rank wurde einfach deaktiviert. Ja, das passiert, wenn man nicht spielt. Und hola! ¿Qué tal, mis amigo? Käse! Ich überspringe das mal ein bisschen. Ich glaube, das funktioniert hier nicht so. Was? Ich spiele auch aber zu, ja, aber kein Matchmaking. Das ist doch Pillepalle. Ja, das ist ja nur zum Warmmachen. Das eigentliche Spiel ist ja nur Matchmaking. Komm jetzt, steck dir in den Knast. Endlich. Es gibt Cheat. Ich habe die Formel und bald habe ich ewiges Leben. Wenn man bei euch mitzockt, überspringt man Silber eh sofort. Ja, das auf jeden Fall. Mindestens. Vielleicht sogar Gold. Boah, das wäre krass. Direkt das MG oder sowas einsteigen. Überspring das! Was ist das? Ah, es ist eine Willkommensparty. Ich hoffe, es gibt Schwarzwälder Kirsch. Oder Face It. Ja. Darauf haben wir lange gewartet. Hey, warum kann ich meine Beine nicht stoppen? Was? Nein, komm zurück! Dieser Quacksalber hat seine Verabredung im Piratengericht. Was ist mit Face It? Du mit Reagenzgläsern bastelnder Intrigant. Ja, ich hab gehört, Hilda hat da einen Account, ne? So war das doch. Der Hund hängen. Das war aber zu lustig. Wann soll ich morgen anfangen? 17.30 Uhr? Ja, wie es dir passt. Also 17.30 Uhr auf jeden Fall super. Ich habe Ihnen Freeboot geliefert und Sie haben bezahlt. Wir haben hier nichts mehr zu erledigen. Das wollen wir doch mal sehen. Also du brauchst meine Hilfe eh nicht mehr so doll. Du kennst ja jetzt die Basics, alles in Ordnung. Dann kannst du auch mal frei erkunden und so. Das macht ja viel mehr Spaß. Ist ja doof, wenn ich dir immer alles sag. Ich kann nur ein paar Tipps geben. Ja, The Trial and Execution of Guybrush Threepwood. Und wir sind schon wieder im Gericht. Wie gerade schon bei Ace Attorney, mit Frau Maya. Kapitän Threepwood,
Der Gammschuh ist übrigens absolut schuldig. Werden deshalb zum nächsten Schiff gebracht, wo wir sie Kiel holen werden, bis ihre ich muss immer Kiel holen. Von ihrer Blut ja, das schuldig, aber ich wurde doch noch gar nicht angeklagt. Nein. Wo ist dieser Inkompetent? Aber du musst gleich schreien, wenn ich irgendeinen Unsinn. Hier, ja, vielleicht. Ich wohne ja ein bisschen weiter weg noch, dann hörst du mich auch nicht, dann ist alles gut. Entschuldigen Sie meine Verspätung, Eminenz, aber der alte Stan musste in Flagrante sein Delikto und auf dem Klo musste man Schlange stehen. Entschuldigen können Sie sich später. Hier schießt Stan hier, oder was? Des Meerwiesel, klagen Sie endlich an. Im Internationales Seegerichtshof in Hamburg. Ich denke, auf internationalen Eminenz. Gewässern gibt es keine Eieren, Rechte. Piraten und Dirnen da gibt es doch nur das... Ja, gibt's ein Seerecht an diesem heutigen Abend wahrscheinlich schon. Ohne den winzigsten Zweifel beweisen, dass Geibler... Kann man denn nicht irgendwelche Leute erschießen? War das nicht so? Als vier Verbrechen Honisch, ich dachte, es würden drei sein. Erstens hat er sich... Ich überspringe das einfach mal ein bisschen. Ich meine, wir kennen das ja schon alle. Ich bekenne mich nicht schuldig. Ich bekenne mich 1000% nicht schuldig. Besonders bei dem letzten mit dem X. Nun gut. Hatten wir schon eine Sache da entkräftet? Ich glaube schon, ne? Dass dieser erbärmliche, schuldige Angeklagte sich nicht schuldig bekennt.